Ja, heute ist hier die Eröffnung von einem chinesischen Store, nennt sich Wok Store. Das Interessante ist, dass man hier endlich mal Sachen, die man nur übers Internet ansehen oder bestellen kann, wirklich mal in Natura sehen kann. Es sind Spezialisten da, die einem alles erklären. Und es passt ja ganz gut zur jetzigen Zeit, weil es wird ja überall jetzt auch von den Politikern von Blackout gesprochen. Und auch die Politiker schwenken ein und sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es ein Blackout gibt. Also die ganzen Schwurbler, die seit einem Jahr darüber berichten, die haben vielleicht dann doch recht, oder die Verschwörer, wie man sie halt nennt. Hier gibt es also Notstromaggregate, Akkus, die einen Spannungswandler haben, damit man 230 Volt hat. Wir schauen uns das Ihnen dann schon mal an. Interessant ist, dass eben diese Verschwörungstheoretiker, wie zum Beispiel Outdoor Chiemgau, ein sehr interessanter Kanal, den ich unbedingt empfehle, der spricht seit einigen Jahren über Blackout-Gefahr, ist ein absoluter Profi. Hallo Leute, hier ist der Stefan von Outdoor Chiemgau und ich würde sagen, das Leben ist hart genug. Heute gönnen wir uns mal ein kleines bisschen Spaß, ein schnelles Video zwischendurch. Und zwar habe ich heute was Tolles gesehen, eine Rede des Bundestags vom SPD-Abgeordneten Robin Messerosch. Wir brauchen 100% erneuerbare Energien. Nicht, obwohl wir in einer Energiekrise sind, sondern weil wir in einer Energiekrise sind. Und ich dachte mir, komm, das schauen wir uns doch einfach mal an. Wer in dieser krisengeschüttelten Welt langfristig sicher Strom aus der Steckdose bekommen will, braucht die Energiewende und braucht 100% erneuerbare Energien. Die AfD. 100% erneuerbare Energien. Machen wir doch einfach mal. Schauen wir doch einfach mal, was letzte Woche passiert war, wenn wir die Kernenergie rausnehmen, die Steinkohle rausnehmen und die Braunkohle rausnehmen. Das Rote dort oben ist die Linie, die zeigt, was wir an Strom verbrauchen. So wie hier sind es 63.000 Megawattstunden und haben knapp 40.000 produziert. Wo kommt der Rest her? Will scheinbar über die Energiewende reden, so wie ich Ihren Antrag lese. Deswegen sage ich, reden wir über die Energiewende, das mache ich gern. Es ist nur schade, finde ich, dass Sie intellektuell immer bei der Erkenntnis stehen bleiben, dass, Überraschung, nachts die Sonne nicht scheint. Also bei mir scheint die Sonne nachts nicht. Ich weiß nicht, wie es bei der SPD ist. Vielleicht scheint dort nachts die Sonne. Aber bisher haben natürlich alle, sagen wir Mainstream-Sender gesagt, es ist ein Schwurbler. Jetzt ist er sogar beim Monitor aufgetaucht, neuerdings. Gestern kam ein Bericht, natürlich etwas kritisch, heißt immer sogenannte Verschwörer, aber Outdoor Chiemgau war bei Bild TV, hat einen erfolgreichen Auftritt gehabt. Er war da und es waren noch einige Politiker da und da waren zwei Politiker dabei, die er dann eigentlich ins Senkel gesetzt hat, weil sie null Ahnung haben. Die haben gesprochen, ja, wir haben genügend Strom. Dann hat dieser Outdoor Kim da, Mann, der Mann fällt mir, der Name fällt mir jetzt nicht ein, der hat dann aufgeklärt, dass es die Bundesnetzagentur gibt. Und da kann man ganz genau nachschauen, was die letzten 10 Jahre an Strom zu welcher Zeit verbraucht wurde. Und man kann auch nachschauen, wie lange diese Gasspeicher reichen. Die reichen nämlich nicht ewig. Das heißt, wir können schon Engpässe bekommen. Ich empfehle euch wärmstens Outdoor Chiemgau, wir werden das jetzt auch gleich einblenden. Schaut euch das an, das ist amüsant und sehr, sehr interessant. Und dann haben wir momentan ein Drittel von dem Gas, das wir benötigen. Das ist die große Frage, ob es reicht. Wie wird man eigentlich Blackout-Experte? Das habe ich mich heute schon den ganzen Tag gefragt. Und auch wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, auch mit der Toilettenspülung, wie kommt man auf diesen Beruf? Dazu muss man wissen, es waren keine Fragen vorhergesagt, es ist alles völlig frei, ich konnte sagen, was ich will. Also mir wurde nicht gesagt, sag das und das nicht oder sowas in die Richtung. Das ist, finde ich, also an diesem Fall mal einfach das Gute, dass auch die Gäste ihre Meinung sagen dürfen, ohne großartig unterbrochen zu werden. Also es ist zu viel. Aber ich meine, es ist doch, Sie haben es ja zu Recht gesagt, ein Szenario. Es klingt in Ihren Worten jetzt so, also ja, irgendwann in diesem Herbst, Winter kommt halt der Blackout, 3 bis 5 Tage, schaut, dass er dies und jenes macht. Wir reden doch nach wie vor und diese Hoffnung möchte ich mir heute Abend nicht rauben lassen, auch von Ihnen nicht. Die habe ich ihm leider geraubt, im Nachgespräch dann. Wir leben doch nach wie vor in einem Szenario, in dem das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, oder? Reden wir nicht von Promille oder reden wir von 10%? Wir reden von weit, weit mehr. Das sagen Sie jetzt? Nee, das sage nicht ich, das sagt sogar die Bundesnetzagentur. Nämlich? Habeck hat ja vor kurzem diese Gas-Szenarien vorgestellt. Haben Sie ja mitbekommen? Mitbekommen, ja. Und ohne russisches Gas waren von diesen 8 Szenarien 6 haben quasi in einer
Gasmangellage, was für mich die Katastrophe ist, weil man in dem Moment müsste man dann einfach den Strom, die Gaskraftwerke reduzieren. Zur Vorsorge vielleicht noch, wenn ein Blackout kommt, gibt es ein paar wichtige Sachen. Einmal Lebensmittel, nein, das weiß so jeder. Dann gibt es natürlich noch Strom. Strom ist ganz wichtig, weil damit können Sie Ihr Kurzwellenradio, das Sie natürlich auch haben sollten, weil die UKW-Sender fallen innerhalb von 3 Tagen komplett aus. Die haben nicht länger Pufferbatterien. Also wenn es ein Blackout gibt, der mal 3 Tage dauert, dann sind Sie angewiesen auf Informationen. Wenn Sie dann kein Kurzwellenradio haben, ein gutes, also für 20, 30 Euro gibt es sowas natürlich nicht. Es geht bei 60 Euro los bis 300 Euro. Also Kurzwellenradio ist wichtig, dann können Sie wenigstens über Kurzwelle hören, was ist Sache. Ist der Blackout nur in Deutschland, nur in Bayern oder sonst wo? Man kann dieses Radio dann laden, dann braucht man natürlich noch Licht. Wenn es stockdunkel ist, hat natürlich niemand Licht. Aber Sie haben Licht und können Ihre LED-Lampen, die Sie sich hoffentlich schon angeschafft haben, zumindest damit laden. Weiteres geben wir dann noch Hinweise in den Links, wo man sich solche Spezialvideos anschauen kann. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, was da alles im Angebot ist. What is the website address? Luetipower.eu. Great. Can you tell us a little bit more about your expectation for Blueti? Good morning. Good morning. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? I don't know speak German. But oh, I have the wrong one. Sorry. Yes. That's why we're starting again. Which one? Yeah. Yes. Right. What's your last name? Tom. Tommy Chu. Chu. Good morning, Mr. Tommy Chu. Good morning, Morris. We're here in the Window of China store. Yeah. Can you explain a bit what you do here? What is the store? Oh. What is your role with Window of China? Okay. I'm the general manager of the Window of China. Window of China is a portrait of our group of Penguin. Okay. So now we are going to bring the Chinese famous brand, online famous brand coming to the Germany to doing the offline sales and marketing. So Window of China is to provide the quality and the very good innovation products to German people to enjoy to increase their quality of life mostly. Great, so today is the opening of the store in Munich? Yes, this is our first store in Munich, but we have another one in Frankfurt already. And why is this store located in Munich? Why did you choose Munich? Okay, you know that Munich is the third largest city in the Germany, and also the consuming power is the top in the Germany. And also here people in Munich, I think they will accept the new products, the innovation products as well. So that Window of China can give them this products offer. Can you tell me what brands are currently available in this store? Okay, good. In this store, our main topic is the smart travel. Okay, smart travel, we will have the e-bike, e-scooter, and then the outdoor battery, and also the accessory of the phone, from the phone. So that's this is the category of the products in this store. So we're heading, it's November, we're heading towards the winter. Mm. Energy seems to be a major concern in Europe at the moment. Do you think your store can help people with this problem? Yes, this is a good question. And you know that the energy is a crisis now in Europe, and then, for example, the electronic chargers is increased around 11% from October.
Okay, so that's another countries, maybe more than 20% of the electronics fee. So that's many people want to save their money. So we will want to use the green energy to keep their quality of the life. So that we have a one good, very good brand, Bootit, to provide those the solar battery system and also portable battery, something like that. So they can keep track to use their electronics normally, and then but they maybe no need to pay any more electronics fee. So you have Bluetti, the brand Bluetti, you have the products in your store? Yes, we have Bluetti here. And then today is the opening days. We also already have the one customer, the first customer to buy the Bluetti product already. Yes, that's great. Great. Yes. So if I'm interested, where is this store? What's the address? What you mean? What's the address of the Window of China store? Address this morning. Thomas Wiming Ring, number 3. And I can find you also on the internet, right? Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Tommy. Thank you, Morris. Okay, thank you for your interview. Thank you. Und manchmal kein Wind weht. Ja, auch das passiert tatsächlicherweise, wenn wir einfach nur mal die aktuellen Zahlen anschauen. Dann seht ihr das Blaue hier, das ist Wind, hier haben wir mal relativ viel Wind, hier haben wir wenig, hier haben wir fast gar keinen Wind. Wind offshore, so gut wie gar nicht vorhanden, und onshore 2009, also sagen wir knapp 3 Gigawatt an Wind von 63 Gigawatt, Gigawattstunden, Entschuldigung, die wir hier brauchen in dieser Stunde. Ja, es geht einmal wenig Wind. Deswegen behaupten Sie, die Energiewende könnte nicht funktionieren, weil es da Solaranlagen und weil es da Windkraftanlagen gibt. Danke, sage ich, dass Sie mir die Zeit schenken, dass ich hier das Gegenteil erklären darf. Wisst ihr, was das Schlimme ist an solchen Typen? Der spricht so von oben herab. Er ist der einzig Intelligente, alle anderen sind blöd. Wo Sie sich immer irren, ist bei dem Begriff Grundlast. Den verwenden Sie einmal falsch und lassen sich davon in die Irre treiben. Sie sagen, die erneuerbaren Energien wären nicht grundlastfähig. Das ist eben teils falsch und wie gesagt, teils irreführend. Also gerade haben wir gesehen, dass allein diese Woche mal der Wind kaum da war. Wind und Solar bis selber 3 Gigawatt und 63 haben wir verbraucht. Ich würde schon sagen, dass die nicht grundlastfähig sind. Der Begriff ist hier gar nicht der relevante. Okay. Ich will Ihnen erklären, was entscheidend ist. Da bin ich neugierig. Entscheidend ist, dass in unserem Stromnetz genauso viel Strom ist, wie wir in dem Moment verbrauchen. Das ist wichtig. Dem Stromnetz ist es an der Stelle erstmal egal, aus welchem Kraftwerk dieser Strom kommt, ob das jetzt grundlastfähig ist oder nicht. Auch hier muss ihm vollkommen recht geben. Also der erste Politiker, der das verstanden hat, dass wir genauso viel Strom, wie wir verbrauchen, auch erzeugen müssen. Oder umgedreht, das, was man erzeugen muss, auch verbraucht werden. Also das hat er komischerweise kapiert. Also müssen wir uns die Frage stellen, können wir in Zukunft mit erneuerbaren Energien immer genügend Strom ins Netz kriegen? Gute Frage. Und die ganz kurze Antwort ist, ja. Glaubt nicht so wirklich. Irgendwie, weiß nicht. Der Strombedarf übrigens, das vernachlässigen Sie auch immer mit Ihrem sehr schwarz-weiß-Denken, die Sonne scheint nicht. Auch der Strombedarf in Deutschland schwankt über den Tag. Richtig. Und das Schöne ist, die Solarenergie zum Beispiel schwankt mit. Wir Richtig. Brauchen nachts deutlich weniger Strom als tagsüber und das vernachlässigen Sie permanent. Und hier sieht man es tatsächlich, ihr seht, wir brauchen hier immer Mittag am meisten logischerweise und da haben wir am meisten Solar. Also von dem her, da passt sich Solar tatsächlich richtig gut an. Hier brauchen wir ein bisschen weniger, allerdings haben wir hier zum Beispiel auch sehr viel schon gebraucht, da ist aber 19 Uhr, da haben wir aber schon gar nichts mehr als Solar. Das war jetzt am 17. Oktober. Also ganz hundertprozentig stimmt diese Aussage auch nicht. Und selbst dann sieht man hier, ist es halt einfach viel zu wenig. Dann kommen Sie noch mit Ihrem Winter. Da sage ich, ja, im Winter scheint die Sonne weniger, aber dafür weht im Winter mehr Wind. Also wir haben im Winter immer Wind. Ist wäre mal neu. Sollen wir nachschauen? Also wann haben wir Winter? Im Januar gehen wir da einfach, keine Ahnung, ist ja völlig egal. 10. bis 17. Januar nehmen wir jetzt einfach mal her und schauen wir mal, wie es mit dem Wind ist. Oh. Gerade eine blöde Geschichte, denn hier im Winter geht jetzt tatsächlich miteinander 750 und 780 rund
1500 Megawattstunden, also 1,5 Gigawattstunden. Also im Schnitt werden dort 1,5 Gigawatt produziert von benötigten 71 Gigawatt. 71 brauchen wir, 1,5. Ja, es geht im Winter immer ganz viel Wind. Da hat er vollkommen recht. Die erneuerbaren Energien sind, wenn ich das sagen darf, intelligenter als Sie. Und deswegen ist das Problem kleiner, als Sie das immer darstellen. Wir könnten ja auch im Januar einfach mal hergehen und sagen, wir machen einmal Steinkohle raus, wir machen einmal Kernenergie raus und wir machen die Braunkohle raus. Ich weiß nicht, wie es ihr das seht. Wenn das intelligent ist. Man könnte jetzt fragen, natürlich gibt es da noch eine Herausforderung, auf die will ich auch eingehen, aber man könnte jetzt fragen, und das tun Sie auch, na, ist es nicht einfacher, überall AKWs und Kohlekraftwerke ans Netz zu hängen, die pumpen dann irgendwie, was auch nicht stimmt, zuverlässig immer Energie ins Netz. Ich sage Ihnen, einfacher ist nicht immer besser. Die fossilen Energien und die Atomkraft sind teuer, die günstigste Art Energie zu erzeugen sind die erneuerbaren Energien. Zweitens, die fossilen Energien zerstören unseren Planeten, Atommüll strahlt. Hat er recht. Das passiert uns mit erneuerbaren Energien nicht. Was hier natürlich etwas unterschätzt ist, die Windräder, die wir ja jetzt massenhaft mittlerweile zurückbauen, weil die ja schon vor 20 Jahren gebaut worden haben und jetzt aus der Förderung rausgefahren haben und einfach nicht mehr rentabel haben, weil eine Windkraftanlage ist ja eine reine Geldanlage für den Investor, sonst nichts. Das heißt, die werden abgebaut und wir wissen immer noch nicht, wie wir diese Flügel etc. recyceln sollen. Das heißt, auch die strahlen zumindest nicht, das muss man recht geben, aber auch hier müssen wir nur für dieses Abfallproblem eine Lösung finden. Drittens, die fossilen Energien machen uns abhängig, häufig von Diktaturen. Viertens, und da kommt wieder Ihr Fetisch der Grundlastfähigkeit ins Spiel, die Atomkraftwerke grätschen uns gerne in die erneuerbaren Energien rein. Das tun sie, weil wir Atomkraftwerke nicht einfach an- und ausschalten können. Was wir stattdessen machen müssen, ist, die Erneuerbaren vom Netz zu nehmen. Und das ist dämlich, weil... Ja, ich würde sagen, auch das schauen wir uns einfach letzte Woche nochmal an. Wir haben ja jetzt machen wir die Atomkraftwerke wieder mit dazu. Und machen wir die anderen auch mit dazu. Haben wir gar nicht so. Und dann sieht man, es ist tatsächlich hier, an dem Punkt ist es tatsächlich so, da haben wir etwas mehr produziert, als wir verbraucht haben. Auch hier ist das der Fall. Hier ist es gleich geblieben, hier passt es, hier haben wir immer zu wenig produziert, hier haben wir zu wenig produziert, zu wenig, zu wenig, zu wenig. Hier ist es mal wieder, da haben wir etwas zu viel. Also, es ist das Schöne, wenn ich mir sage, ja, dann müssen wir Windräder abschalten in dem Moment, weil wir zu viel Strom produzieren, das ist richtig. Aber irgendwann produzieren die halt zu wenig, wie hier zum Beispiel. Hier ist fast gar kein Wind gerade daherfahren, wenn man sich das mal anschaut. Oder hier ist kaum Wind. Ja, da brauchen wir halt dann die Atomkraftwerke, wenn Wind nichts liefert. Sollte man bedenken. Ja, und anschließend kann man auch hier rüber gehen, nämlich auf einen Kaffee ins Valentinmuseum.